witzig, wie stolz unsere Jungs sind. Die kommen aus dem Jubel und aus dem Jubeln überhaupt nicht raus. Oben unser Walk-Boss und darunter unser Weird Boy, der auch am Kampf tatsächlich selber beteiligt war und auch mal einen Gegner angebritzelt hat. Wir haben einen Dreadnought zu Fall gebracht, einen dieser riesengroßen, schweren, gepanzerten Läufer des Space Marines. Zack, der plumpste um, als ihn der Walk-Boss in Stücke zerfetzt hat. Sehr schön. Und auch erstmals unsere Stadt hier, die in den Kampf eingegriffen hat. Hier wohnt der Boss. Das bin natürlich ich. Also, Writing Bull, willkommen beim Preview Let's Play von Warhammer 40k Gladius. Hier wohnt der Boss, das kann nur ich sein. Also, hier irgendwo, da nehme ich meine Let's Plays auf. Falls ihr euch mal fragt, hey WB, mach doch mal ein kleines Video, wo du zeigst, wie du deine Videos aufmachst. Ja, ihr seid dabei. Hier, das sind echte, nicht nur In-Game-Szenen, das sind In-YouTube-Szenen. In einem dieser Gebäude hier drin hocke ich immer vor meinem Monitor und dreht diese historischen Dokumentationen über das Leben der Orks, über ihre Schlachten auf fremden Planeten und bringt das danach über das Internet raus in die große, weite Welt. Hier wohnt der Boss. So, wir haben noch neben diesen dummen Sprüchen noch einige wichtigere Kämpfe durchzuführen. Hier haben wir zwei Feinde getötet. Ich mutmaße mal, dass die anderen nachrücken jetzt gleich. Aber sicher sein kann ich mir nicht. Das ist die Einheit, die heilt langsam wieder aus. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich würde die gerne ein bisschen britzeln und braten. Die hier unten, die haben alle schon gekämpft. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit den dreien hier? Ziehen wir die hoch nach oben hin? Oder schicken wir die zur Verstärkung gegen die drei Feinde hier unten, um die Stellung zu halten. Schwierige Entscheidung. Also ich glaube, wir machen eher einen Defensivkampf unten und konzentrieren uns mal auf oben. Andererseits gibt es ja hier diese Engstelle, da kommt man sowieso schlecht durch. Also den zu killen, das wäre gar nicht mal so schlecht. Der verschanzt sich hier auf dem Außenposten. Hier haben wir auch Wald, da könnten wir uns wieder drin verstecken und dann hier so einen Halbkreis bilden, wo den Feind eventuell... Ah, das klingt gut, das machen wir. Aber der hat da sicher einen Aktionspunkt, hat er, und kann er ordentlich zuschlagen. Das hier ist ein Boystrupp. Wir versuchen es mal, Leute, komm. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir ziehen, obwohl wir können nur von zwei Feldern aus angreifen, von dem und von dem hier. Wir wagen es. Ach so, es kann noch sein, dass wir von dem Feld aus nachher angreifen können. Ja, wir machen das einfach so. Wir ziehen mit dem hier eins hoch. Holala. Die greifen uns allerdings nicht an. Neutrale Einheiten. Oh, das Artefakt hat schon wieder den Besitzer gewechselt. Wir müssen aufpassen, dass dieser Enslaver-Trupp hier auch irgendwann... Wir machen das so. Wir ziehen die hier hoch. Kann es nicht sehen, weil wir in den imperialen Ruinen drinstehen. Ich mutmaße mal, der kann es nicht sehen. Okay, der hat jetzt zwar auch nur eine Reichweite, daran kann es auch liegen. Er sollte uns eigentlich doch sehen. Ich glaube, das ist so, man sieht immer das erste imperiale Ruinenfeld und das zweite in der Tiefe nicht. Also die beiden Trupps müssten von da eigentlich gesehen werden vom Captain. Ja, natürlich verlockend, jetzt hier eine Attacke zu machen, aber das machen wir nicht. Denn wer weiß, was dann noch von grauen Einheiten von rechts kommt. Das lassen wir mal alles. Und der Painboy hier. Muss er irgendjemand heilen? Nö. Der könnte geheilt werden. Das ist der Painboy, mit dem besser heilen kann. Den lassen wir mal hier links, den ziehen wir mal hier rüber. Einmal heilen bitte. Oh, ich habe die beiden verwechselt. Nein, beide haben schon die chirurgischen Instrumente, zwei, das ist schön. Dann ziehen wir ihn rüber, hier hin, da wird er auf jeden Fall nicht gesehen. Und hier wollten wir ja, wir ziehen mal mit der Mac ganz unten rum oder oben rum. Wir wollten unten rum ziehen und uns hier drauf konzentrieren. Oder wir versuchen, den Turm kriegen wir alleine nicht platt, aber wir können vielleicht um ihn rum ziehen. Und dann von oben Druck, oh, ach, wir machen das unten. Wir ziehen unten rum. Kommt, Leute. Das schaffen wir schon.
Mit den Panzerknackers, die haben eine Panzerung von 3, Panzerung von 4, Panzerung von 7. Dann ziehen wir mit denen erstmal hier in den, hier oben rein. Dann ziehen wir mit dem Walkboss hier rein. Okay. Die wollen wir einfach nur hochrennen hier hin. So, mal gucken, was hier passiert. Ob der Kastellan-Robot marschiert rum, greift uns nicht an. Wir werden jetzt doch von der KI angegriffen, von den Gladius-Einheiten. Hier ist ein Enslaver-Trupp, da müsst ihr uns aufpassen. Wir haben Moralverluste hier, mutmaßlich. Da werden wir von einem anderen Robot angegriffen. Ah, das tut richtig weh. Es sind zwei Robot-Einheiten gleich. Ich dachte, es wäre nur einer. Holt sich mein Problem. Und sie werden da von allen Seiten beschossen. Jetzt erahnen wir auch, warum die Space Marines so ein Problem hatten mit der Expansion in diesen Roboter-Einheiten. Unten werden wir auch angegriffen. Das tut jetzt schon weh. Felsenklau hat einen Bewohner mehr, okay. Fangen wir mal oben, fangen wir mal erstmal hier an. Hier ziehen wir mit den Mech-Guns. Wir ziehen einfach oben rum. Ziehen vor, Attacke. Ich hole mal einen weiteren Aktionspunkt. Oh, er reicht nicht, um hier hinzuziehen. Das ist jetzt ärgerlich. Ach so, weil wir nicht an der Kontrollzone vorbeiziehen können, verstehe. Da habe ich jetzt den Aktionspunkt verschenkt. Kann ich ihn wieder zurücknehmen? Nein. Sie haben sich ja beballert. Das war klar. Boah, ist der stark. Könnte von hier aus beschossen werden, kann es mal nicht. Nur noch 14 Punkte. Die Mech-Guns, mit der ziehen wir hier oben hin. Und feuern natürlich auch nochmal. Britzel. Hier oben ist eine Thunderfire Cannon. Der Captain hat 5 Trefferpunkte. Ich hoffe, da. Ja, passt das gar nicht, dass wir jetzt hier so einen Zwei-Fronten-Krieg machen müssen. Schauen wir mal, was wir hier unten auf die Reihe kriegen. Hier ist diese Artillerieeinheit nicht mehr zu sehen. Der hat nur zwei Trefferpunkte, den killen wir gleich. Die kriegen wir hoffentlich auch schnell. Dann mal hier hin. Sehr schön. Gibt XP. Dann ziehen wir mit dem Boystrop fast volle Trefferpunkte. Ja, warten wir mal ab. Den Boystrop ziehen wir einfach nur hier hin. Dem Boystrop. Warten wir sogar ab. Wir ziehen die Mech-Guns. Hier hin. Die ziehen wir dort hin. Lass mal den Feind mal kommen. Ja, hier wurden wir überall angegriffen. Jetzt haben wir jedoch hier noch einen Painboy. Den hier. Soll mal tüchtig heilen, bitte.
So, und er kann auch die Cyborg-Implantate verpassen. Aber wichtiger scheint mir die Einheit, weil die im Gestrüpp steht und ich bringe Gestrüpp irgendeine Art von Defensivbonus. Ich glaube nicht, ne? Nee. Das heißt, wir geben dem auf jeden Fall hier die chirurgischen Instrumente, dass er wieder volle Trefferpunkte hat. Super. Hier haben wir ein Anschlussgebäude dazu bekommen. Ork Level auf 5. Sehr schön, klasse. Verortlosität auf 3. Bürger. 9 von 10 in 2 Runden. 10er. Das heißt, wir brauchen als nächstes hier ein Gebäude, was das Wachstum, das Bevölkerungslimit hochtreibt. Tiefgräber allerdings in einer Runde fertig, damit das Bevölkerungslimit ohnehin erhöht. Und wir können hier keine weiteren Gebäude bauen, weil wir nämlich keinen Platz mehr haben. Ein Loyalitätgebäude würde durchaus Sinn machen hier. Können auch ein Einflussgebäude einfach nochmal hinsetzen. Energie, Energie. Doch, doch. Energie wäre auch was. Ich glaube, wir machen das mit der Loyalität. Wir holen jetzt irgendein ein Feld, was so richtig. Oh, wir können auch hier hinbauen und dann hier gleich das Fragment in Außenposten uns dazu holen. Dauert allerdings eine Weile, bis wir dahin gebaut haben. Das können wir aber machen. 1, 2, 3. Dann würden wir hierhin zum Beispiel ein Energiegebäude, ein Loyalitätsgebäude bauen und dann hier in die Richtung weitergehen. Das können wir auch machen. Oder auch ein Einflussgebäude bauen, was auch immer. Entweder bauen wir mal Richtung rechts. Panzerknacker zieht nach rechts. So, und jetzt ist die Frage, wie geht's hier weiter? Lassen wir den kommen? Ah, das ist echt schwierig. Das ist schwierig. Also, das ist so eine Un. Wir kommen hier oben so schlecht durch. Überall Stahlkraut drumherum, das wird echt schwer. Könnte ich alle Einheiten unten rumrennen lassen und nochmal hoch und die Kurve von oben drehen, aber das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich glaube, wir teilen unsere Truppen auf, dass wir eine Hälfte oben angreifen und mit der anderen Hälfte hier unten. Warum denn nicht? Wir haben doch genug Truppen. Das wiederum wird dafür sprechen, dass wir hier die drei einfach abziehen und die Space Marines hier in aller Ruhe den Kampf mit den Gladius-Einheiten durchführen lassen. Dem Kampf aus dem Weg gehen, dann kämpfen die ja automatisch auch gegen die Space Marines eher, wenn die sich dicht auf die Pelle rücken. Und wir können uns der ganzen Sache entziehen. Dafür brauchen wir unten noch ein paar Truppen mehr. Ja, so kann man das machen, indem wir hier die zum Beispiel, hier die drei hier runterziehen. Und dann haben wir hier Truppen, die von oben, die von unten kommen. Das können wir machen. Wie sieht das eigentlich in hier wohnt der Boss aus? Was bauen wir hier? Wir bauen hier die Schrotthütten. Okay, dauert noch 4 Runden. Und können wir nicht beschleunigen. Wir haben hier unten einen Boystrupp, einen Panzerknacker, eine MechGuns, Boystrupp, Painboy. Der Painboy, der ist gut. Dann würden wir den anderen Walkboss vielleicht nach unten packen. Oder wir sagen einfach hier, den kriegen wir doch in einer Runde klein. Die Thunderfire kennen, sollen wir das mal ausprobieren. Der ohnehin direkt vor unserer Nase steht. Oh ja. Heftig, ne? Das ist heftig. Sehr cool. Der Weird Boy kann aufleveln. Mehr Forschungspunkte. Mehr Kriegsfahrt, vergesse ich sowieso ständig. Ein Britzel, er kann besser selber angreifen. Also, diese Britzelfähigkeit hat eine Reichweite von 2. Das kann uns oben echt noch helfen. Machen wir. Und diesen Bonus hier, Kriegsfahrt, hat er den? Nö, ne? Kann man da nicht erkennen. Ich
Zieh mal hier lang. Im Kriegsfahrt. Boystrup zieht bitte schön vor. Einen Painboy brauchen wir von oben. Und das sind einfach alles drei Boystrups. Dann ziehen wir mit dem Boystrup nach unten. Mit dem ziehen wir hier hin. Dann kann der Painboy hier auch was Gutes tun. Oh, kann er nicht, er hat schon Gehalt. Also dieser Walkboss ist so stark, vielleicht reichen sogar die vier Einheiten da unten aus. Schwer zu sagen. So, mit dem ziehen wir hier hin. Das da einnehmen. Er hat mittlerweile wieder einen Extraktionspunkt. Wir ziehen da rein. Und haben jetzt die Ruine des Wall. Und jetzt uns. Bin ich sehr gespannt, wie die hier alle ziehen. Er versucht in die Stadt zurückzuflüchten. Weg von den Gladius-Einheiten. Die neutralen Einheiten ziehen auf uns zu. Das ist echt doof. Die Astra Militarum-Einheiten rücken nach, laufen in unsere Falle, entdecken uns im Wald, laufen in unseren Hinterhalt. Wir ballern auf sie drauf. Der Kastellan-Robot versucht uns auszuräuchern. Wir werden von zwei Seiten in die Zange genommen. Und zwar im Süden, das, was ich im Norden vermeiden wollte. Aber hier greifen die brav sich gegenseitig an. So muss es sein. Tiefgräber, Bevölkerungslimit von Städten der Orks erhöht. Ich frage mich, um wie viel? Wo hatten wir denn zuletzt das Problem? Bevölkerung. Hm. 3 von 10. Normalerweise ist es 3 von 8, ne? Hat er um 2 erhöht? Ich denke ja, weil hier steht, der Felsen ist auch von 8 auf 10, ist auf 8 vom Bürger von 10 angewachsen. Ich glaube, vorher waren es 8, jetzt sind 10. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich denke ja. So, hier können wir jetzt in, hier wohnt der Boss. Läuft die Produktion der Schrotthütten, okay. Der Felsen. Läuft auch alles schön. Ist eine Moschgrube in unserer Stadt, Stadtstadt, errichtet worden. Nur mehr Loyalität, jetzt bei minus 3. Ja. Können wir durchaus noch eins draufsetzen. Energie bei minus 19 mittlerweile. Autsch, das ist jetzt mal ein bisschen heftig. Aber hier errichten ist Quatsch, haben wir ein gutes Energiegebäude hier. Hier Energie plus 10, naja. Wo kann man denn ein Hexfeld hinzuholen für Energie? Ah, das lohnt sich alles nicht wirklich. Hier holen wir das Hexfeld dazu. Hier können wir gleich ein Energiegebäude abholen. Wollten wir eigentlich auch nicht. Da läuft immer hier irgendwo Energie gleich. Hier Energie 20. Hier entsteht eine Moschgrube, dann können wir hier ein Energiefeld reinsetzen. Hier geht es aber auch. Aber hier sind nur 2 Slots, ne? Hier sind 3 Slots, dann können wir hier also gleich noch ein Stromzeugs hier hinterher setzen. Das kommt dann in der nächsten Runde. Und in der Stadt hier unten, da dauert es weiterhin, noch 3 Runden, bis die zweiten Schrotthütten da sind und wir richtig loslegen können. Also ich glaube, wir sollten den Felsenklaue auch
die Loyalität mal steigern. Nochmal. Da haben wir Boni auf alles. Hier stehen so viele Gebäude mittlerweile. Da holen wir uns ein neues Sexfeld. Und holen uns das hier. Da können wir gleich auch Energie draufpacken. Da können wir beides. So, hier gab es diverse Kämpfe. Okay. Kriegen wir den kleinen. 12 Trefferpunkte. Ja, den kriegen wir klein. Meckans bewegt sich nicht, feuert hier rein. Der Workboss killt den aber schon ganz von alleine. Das heißt, mit dem Workboss einmal hier drauf geballert. Wunderbar. Ja, dann ziehen wir mit den Panzerknackern. Soll den ja gleich auch noch platt machen. Wir würden es wahrscheinlich schaffen, ne? Ah, hier ist Stahlkraut. Das bremst uns aus, aber wir sollten es hinbekommen. Da würden wir plus 2 Energie bekommen. Aber ich will die lieber von hier ein bisschen unter Druck setzen. Ich setze mal hier rein in den Wald und guck mal, wie es hier aussieht. Alle Stadt hier. Der kann sich... Oh, er kann aufsteigen. Noch mehr Angriffsstärke beim Angreifen. Mit hoher Genauigkeit. Und mit der Meckans, wenn wir nicht zuvor in einem Augenblick, könnten wir auch schon mal vorziehen. So, jetzt sind wir wieder hier angelangt. Wir müssen uns versuchen, irgendwie an den Einheiten vorbeizumogeln. Der Rockboss sollte den vielleicht klein kriegen. Wollen wir das? Ich habe keine Lust, dass der zurückrennt und wieder komplett ausheilt. Wir wagen das mal. Hat er einen Aktionspunkt? Nee, der hat er schon verbraucht beim Angriff auf den Roboter. Wir wagen das mal. Nur mal testweise. Er wird den komplett klein kriegen mit nur einem Angriff. Das ist heftig. So, und jetzt setzen wir mit dem Boys-Trupp nach. Und er fällt. Der feindliche... Nee, das war kein Held, oder? Auf jeden Fall, diese Truppe ist Legende, ist Geschichte. Und wir können allmählich tatsächlich... Wir kommen allmählich in Reichweite von der Stadt. Wir haben hier die Hauptverteidiger weggemacht. Wir könnten das hier gleich noch mitnehmen. Aber ansonsten hier raufmarschieren, von Süden Druck machen, von Norden Druck machen. Hier würden wir auch gleich das Feld frei bekommen nach der Zerstörung der Stadt, um einen weiteren Stadt zu gründen, um unserer Quest weiterzukommen. Das heißt, es wäre mutmaßlich doch eine Gelegenheit, hier in das Dings einen Mech einzustellen, um dann vielleicht da noch eine Stadt zu gründen. Oder wir verlassen uns auf den Vorherrschaftssieg, ignorieren den Questsieg. Aber ich stelle es mal ein. Das kann ja nicht schaden. Dann haben wir alle Optionen offen. Und es geht jetzt tatsächlich den Space Marines und ihrer entscheidenden Festungsstadt an den Kragen. In der nächsten Folge.